Hallo und herzlich willkommen hier bei Angry Birds Epic und wir starten durch jetzt auf der Wüsteninsel, nachdem wir ja hier die unnützigste Fahrzeit Odysseus gemacht haben. Sind wir nun auf der Insel gelandet. Ich meine, wir hätten da drüben auch irgendwo anhalten können, aber nein, die Vögel meinen ja, sie müssen komplett einmal drum rumfahren. Was soll's. Gut, wir starten durch und schauen mal, was wir für Gegner bekommen. Ich bin gespannt. Dum, 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 dum. Ah, wieder unser Blitzzauberer und hier zwei Wüstenfüchse, oder? Reduziert die Ende 2 um 33%, also Schadensreduzierer. Okay. Und er macht das, glaube ich, alle zwei, genau. Okay, dann schauen wir erstmal, dass wir die beiden hier ein bisschen wegbekommen. Und gleich wird ein Schild drauf. So. Oh, der hat einen Gegenschadenszauberschild bekommen. Wusste ich gar nicht, dass er das jetzt auch kann. Na gut, dann konzentrieren wir uns auf ihn unten. Macht ja nichts, der oben hat ja auch noch hier entsprechend unsere Dornen und verliert. Okay, einmal Blitzzauber dann auf Mathilde, deswegen sollten wir sie ein bisschen heilen. So, wir hauen ihn unten fast weg. Und alle Schilden. Uiuiui. Da gehen wir ganz schön was an Schaden rein. Aber macht nichts. Da oben, der kommt jetzt weg. Und wir bekommen ein weiteres Schild. Okay, dieses Mal geht's auf den roten. So, einmal drauf. So, wir haben unsere Chili parat. Deswegen sollen wir einmal kurz den hier teilen. Dann lassen wir ihn einen Sprung machen. Zack, 300. Und er darf auch noch ein bisschen draufhauen. So, nochmal roter Vogel. Einmal Angriff. Oh, bin ich blöd. Naja, jetzt müssen wir ihn leider umhauen. Okay, fast die vollen. Schauen wir, ob's langt. 1, 2, 3, langt. Perfekt. Es gibt Fossilien, Vogelfutter und Sand. Und genau, das kriegen wir allerdings nur in der kleinen Variante. Ja, das war die erste Runde hier in der Wüste. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Angry Birds Epic. Jetzt langsam brauchen wir mal das zweite Ei. Das geht doch nicht, dass es so lange dauert. Bis dann, ciao, ciao.